Guten Tag. Heute möchte ich euch über das Wort erschrecken erzählen. Es gibt eigentlich zwei Verben erschrecken mit unterschiedlichen Formen. Erschrecken, erschreckte, hat erschreckt und erschrecken, erschrak, ist erschrocken. Obwohl diese Verben im Infinitiv gleich aussehen, haben sie unterschiedliche Bedeutungen und werden auch verschieden konjugiert im Präsens und in den Vergangenheitsformen. Erschrecken, erschreckte, hat erschreckt, hat die Bedeutung Angst machen, in Schrecken versetzen. Schreck erschreckt die Bauern. In dieser Bedeutung ist das Verb transitiv, das heißt, man verwendet es mit einem Akkusativobjekt. In dieser Bedeutung wird das Verb ausschließlich schwach flektiert. Also, ich erschrecke, du erschreckst, er sie es erschreckt im Präsens. Ich erschreckte jemanden im Präteritum. Ich habe jemanden erschreckt im Perfekt. Erschrecken, erschrak, ist erschrocken, hat die Bedeutung in Schrecken geraten, einen Schrecken bekommen. Jemand erschrickt, jemand ist erschrocken. Jetzt sind die Bauern vor Schreck erschrocken. In dieser Bedeutung wird das Verb stark flektiert, also ich erschrecke, du erschrickst, er sie es erschrickt. Im Präsens, ich erschrak im Präteritum, ich bin erschrocken im Perfekt. Zusätzlich ist in der Bedeutung einen Schrecken bekommen noch das reflexive Verb sich erschrecken gebräuchlich. Es ist vor allem für die Umgangssprache typisch. Es treten sowohl starke als auch schwache Flexionsformen auf. Die Gäste auf der Hochzeit erschraken sich vor Schreck. Also fassen wir zusammen. Schreck hat die Leute in der Stadt erschrocken. Aber er ist vor Rumpelstilzchen erschrocken. Ende gut, alles gut. Jetzt ist Schreck glücklich. Die Bauern haben keine Angst mehr vor ihm. Und unser Held hat seine eigene Angst besiegt.